Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, bisschen anderes Setting und wir haben heute Tageslicht. Ich bin so froh, dass endlich Frühling da ist. Ich habe heute 4 Stunden damit verbracht, mein Zimmer aufzuräumen. Deswegen habe ich mir auch gedacht, okay, machst nicht extra Unordnung mit Hintergründen und sonstigen, sondern du nimmst einfach dein Zimmer als Hintergrund und ist sowieso alles ein bisschen verblurrt. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mich sehen und nichts lenkt euch ab. Ich weiß, das Video kommt schon ein bisschen spät, aber ich habe noch das Zodiac-Video zu Fische nicht gedreht. Und ich dachte mir, da meine Paletten erst heute Abend ankommen, versuche ich gar nicht erst auf letzte Sekunde noch ein Video rauszuhauen, sondern film einfach mit den großen Zodiac-Paletten das Fischezeichen nach. Ich habe hier halt auch schon alles vorbereitet und ich würde einfach sagen, ich hole euch ran und wir legen los. Und ich werde gerade von den Nachbarn angestarrt, aber sollen die ruhig machen? Ist mir egal. Also Fische sind überraschenderweise, also Peacekills, also ist relativ neutral. Also wir haben hier so ein etwas wärmeres, rötlicheres Braun und dann ein Kupfer, irgendwie sowas. Und in der Love Sign Palette haben wir da ein etwas helleres, orangeneres Braun, also ein bisschen gelber. Und dann haben wir hier auch so eine Art Bronzeton, bisschen dunkler, und ich denke, wir schaffen hier so etwas Bronzigeres. Ich versuche ein bisschen mit einer stärkeren Hand zu arbeiten, damit es nicht einfach so ein neutraler, natürlicher Typ ist. Look ist, aber ja, wir fangen einfach damit an, dass wir erstmal so diese hellere Farbe hier benutzen. Dazu nehme ich einfach so einen runden Standardblender mit einem etwas größeren Blender, blende ich das Ganze aus. Dann nehme ich hier so ein Tapered Blending Brush von Real Techniques und wir gehen jetzt in dieses dunklere Braun. Also hier nochmal das. So, ich habe es in dieser Form aufgetragen. Tatsächlich nichts anderes zu sagen dazu. Und blende nochmal mit dem Blender aus, mit dem wir die andere Farbe aufgetragen haben, ein bisschen weichere Übergänge zu haben. Also, ihr könnt sehen, die Farben ergeben halt eher so einen bräunlicheren, neutraleren Look. Irgendwie ist die linke Seite viel pigmentierter heute. Ich weiß nicht warum. Dann nehme ich hier so einen Smudger und unten möchte ich tatsächlich nur mit der helleren Farbe rein. Ich hoffe, ich muss die jetzt nicht nochmal zeigen, sondern ihr habt die euch einfach gemerkt. Und die presse ich halt unters Auge und wische so ganz leicht. Und mit so einem Pencil Brush blende ich das Ganze ein bisschen aus. Das Ganze wiederhole ich für die andere Seite natürlich auch. Und dann nehme ich so einen flachen Packer. Und wir gehen in diese Bronzefarbe. Und die trage ich mir über das ganze Lid auf, aber ein bisschen eingeblendet. Also guckt einfach zu. Dann seht ihr es schon. Mit der hellen Farbe setze ich ein Highlight aufs Mitte vom Lid, vom beweglichen Lid. Auch irgendwie nicht extra ordentlich, aber ihr versteht, was ich meine. Und dann nehme ich mit dem Pencil Brush, den ich nur zum Ausblenden genommen habe, denn mit dem möchte ich ein bisschen Highlight setzen. Es ist immer noch die gleiche Farbe. Also, ich zoome euch jetzt mal ran, um euch zu zeigen, wie das vom Nahen aussieht. Irgendwie betreibt meine Kamera heute Sabotage.
Ich mache auf jeden Fall ein Foto davon, damit ihr das Ergebnis auch mal richtig betrachten könnt, wie das sonst aussieht. Auf jeden Fall mache ich jetzt ein bisschen Mascara-Action und sonstiges. Und wir sehen uns gleich nochmal wieder. Ansonsten waren das eigentlich schon die Farben. Deswegen packe ich mal schnell die Paletten weg, damit sie nicht kaputt gehen. Die Sonne ist leider verschwunden, aber das ist der fertige Look. Ich habe einfach ein bisschen neutrale Lippen dazu und ich habe dann grüne Mascara gefüllt und ein bisschen blaue Mascara an die Spitzen gegeben, damit das ein bisschen interessanter aussieht. Aber jetzt kann man ein bisschen besser erkennen, wie die Lidschatten sind. Allerdings sieht es in der Kamera immer noch nicht ausgeblendet aus. Deswegen mache ich auf jeden Fall noch gleich Fotos, noch mal ein paar Nahaufnahmen in einem anderen Licht. Aber ansonsten war das schon mit diesem Video und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und Kommentar schreiben, wie ihr das Video fandet. Das interessiert mich sehr und ich antworte ansonsten immer auf alles. Deswegen könnt ihr mir auch gerne schreiben, wie euer Tag war oder was ihr gerade gegessen habt. Ansonsten könnt ihr gerne meinen Kanal jetzt abonnieren. Also wir gehen steil auf die 500 Abonnenten zu. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber es läuft. Auf jeden Fall, also vielen Dank dafür und warum schneit es? Haben wir nicht März? Auf jeden Fall sehen wir uns am Freitag, beziehungsweise kann es sein, dass es diese Woche extra Videos gibt, weil ein paar neue Paletten bei mir ankommen und ich möchte natürlich der Erste sein, der Videos ausbringt. Aber auf jeden Fall ist es erstmal für dieses Video und wir sehen uns wahrscheinlich am Freitag zu einem neuen Video um 17 Uhr. Ciao.